Yes! Ja, Robin, mehr Insta-Stories posten, mindestens dreimal am Tag, wäre gut. Ja, mach ich. Tell, damit geht's. Und dir? Ja. Ich habe heute, glaube ich, zu lange geschlafen. So ein bisschen, kennst du das, wenn man nicht richtig wach wird? Mhm. Mir fehlt so ein bisschen so. Aber sonst geht's mir gut. Cool, stell dir alles ein, spiegel uns so ein Kram und wenn du sagst, passt, ich bin bereit. Okay. Passt. Mhm. Sauber. Ich würde wahrscheinlich lieber nach hinten. Okay. Du kannst das ausprobieren in der Prüfung, ob das passt. Nimm dir lieber einfach von vornherein 2-3 Meter nach hinten und dann ist fertig damit. Gut. Ein Schulterblick. So für die Fahrradfahrer. Mhm. Sauber. Ja, Seiler, dann suchen Sie bitte irgendwo eine geeignete Stelle zum Umkehren. So sagt der Prüfer. Man sollte hier irgendwo irgendwas nehmen, wo ihr sagt, alles klar, hier gehe ich locker um. Kann man beim Umkehren nicht auch einfach dann hier reinfahren und aus dem Boden fahren? Das wäre wenn denn, aber selbst wenn du das machst, wäre nicht schlimm. Wenn rechtzeitig. Weil wenn du das vergisst in der Prüfung, steht jetzt ein Auto hinter dir und sagt, nee, was ist los? Umkehren, ne. Also versuch immer rechtzeitig zu blinken, wenn das deine Idee ist hier, ne? Korrekt. Gut, und wieder nach hinten. Immer ab der Hälfte einmal so kurz Stopp einlegen, alles abchecken, dann bist du da safe. Ja. Cool. Hinter dir gut? Mhm. Gut. Und dann ziehen wir los. Bisschen rechts rüber, auch wenn kein Auto kommt, weil hier noch eine Straße ist. Die können ja hier rumkommen und auf ihre Seite fahren. Hat zwar nichts mit dir zu tun, aber die müssen ja trotzdem irgendwie weiterkommen. Dann darfst du nicht einfach nur aus Luxusgründen so links bleiben müssen. Gut, dass du geguckt hast, ne? Schön Bremse und so, war gut. Dann links weiter. Korrekt. Helena, was geht heute noch? Nightrooms. Nightrooms, was ist heute für ein Tag? Donnerstag, in der Ferien. Ah, ja. Gut. Die beiden Fahrräder, ne? Mhm. Sind weit genug weg, wir können fahren, alles cool. Wenn die näher kommen, musst du daran denken, du hast das Stoppschild. Und das ist nicht begrenzt auf Autos, sondern Fahrräder dürfen auch durchziehen. Und dann hätten die Vorfahrt. Dann musst du dann da stehen bleiben. So war doch richtig, wenn man dann fährt bei. Die waren weit genug weg. Das ist okay. Dann gleich am Ende rechts weiter. Die geht nach rechts, oder? Ja. Nehmen wir ein. Diese Pfeile sind trügerisch. Weil der Pfeil vor dieser Kreuzung ist, sieht das so aus, als würde der rechts gehen. Aber eigentlich geht nur die rechte Spur darüber. Jawohl. Gib ruhig Gas, grün, dann zieh durch. Oh, jetzt hast du lange gewartet, hast du gemerkt? Spannend hier. Nightrooms, wie lange haben die in den Ferien auf? Auch? Bis morgens oder 6 Uhr? Ja. Crazy. Bei dir, Tyler, was geht heute bei dir noch? Ich will pfeifen. Hm? Den ganzen Tag schon. Was? Pfeifen gehen. Echt? Ja. Wo? Ich bin bestimmt wieder da hinten. Kara? Mhm. Boah, hab ich mir letztes Mal da Bomb gegeben. Warum? Aber der ist so stark, der ist mir schwindelig geworden. Aber das ist immer so ein Mix aus. Mal ist das lecker und boah, ich geh schon Kopfschmerzen. Aber einmal noch. So, wenn keiner was sagt. Ach so. Alles gut. Bleib jetzt auf der linken. Wir fahren an der dritten Ampel eh links. Okay. Aber wenn in der Prüfung niemand was sagt, achtet darauf, dass ihr auf die rechte Seite geht. Ja. Wenn der Prüfer euch helfen will, sagt er rechtzeitig, wir wollen an der dritten Ampel links. Dann bist du hier auf der richtigen Spur. Wenn der nichts sagt, immer auf die rechte gehen. Damit das da passt, damit wir auch immer weiter geradeaus können und so. Ein bisschen links rüber. Nicht so hier wegen der Linie. Guck mal hier in den Außenspiegel. Da siehst du, wo die Linie ist. Und wenn du da guckst, hast du die andere? Kannst du so. Weil solche Fahrräder finde ich grenzwertig. Aber man sieht die nie. Die sind so flach. Ja. Und wenn der hier so durch den Straßen, manche, also er fährt ja noch am Fahrradweg, es geht ja noch. Aber manche haben ja so eine Gangstermission, die ballern dann hier irgendwie zwischen dem Verkehr. Das kannst du ja voll vergessen. Bleib auf der Seite hier, ne? Ja.
haben sich tatsächlich schon manche Fahrschüler in der Prüfung abgeschossen. Weil die aus Versehen beim Linksabbiegen auf die linke Spur gegangen sind, da wo jetzt der BMW steht, neben uns. Und sind dann in der Kurve, haben gemerkt, ach, ich muss ja immer die rechte Spur nehmen. Einfach rechts rüber gezogen. Das passiert, man ist einfach völlig unbewusst auf der linken Spur, fährt da so rum und denkt so, ach ja, ich müsste mal die rechte nehmen. Und fährt einfach rechts rüber. Und dann ist sofort Game Over. Ja, genau. So ist alles cool. Bleib ruhig auch am Gas, weil wenn du zu viel Gas wegnimmst, guck mal, hast jetzt drei Autos reingelassen. Kannst du dich ganz normal weiter durchziehen. Siehst du der hinter dir? Hat absoluten super Abstand gehabt. Bisschen links rüber wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Thailand hat auch bald Prüfung. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem so eine Prüfungsvorbereitungsfahrt filmen kann oder sowas. Und ja, viel Spaß im nächsten Video. Wir sehen uns. Tschüss.